In der EMP finde ich vor allem spannend, dass man aus dem Nichts Musik machen kann. Also dass alles, dass man mit allem Musik machen darf, was da ist. Es beginnt mit Körper und Stimme und mit den Leuten, die da sind. Und es wird jedes Mal anders sein, an jedem Tag und mit jedem anderen Menschen. Und das hat diesen Zauber des Vergänglichen, der in der EMP irgendwie stärker ist als sogar noch im Jazz, wo ich das natürlich herkenne. Also was mich reizt oder was mich in meiner ganzen Berufslaufbahn einfach immer wieder fasziniert hat an dem Fach, ist schlussendlich die Beschäftigung mit dem Wesentlichen in der Musik und in der Bewegung. Also das heißt, die Beschäftigung mit dem, wie Inneres, eine innere Vorstellung in ein äußerliches Phänomen, hörbar oder sichtbar, umgewandelt wird. Das sind diese künstlerischen Erfahrungen, die ich auf der Bühne mache, die hoffentlich meine Angebote hier an der Musikhochschule bereichen und Gestalt und Form geben und Inhalt geben. Davon bin ich überzeugt. Aber was ich von meinen Erfahrungen hier an der Hochschule als Dozent im Bereich EMP jetzt wieder in Performance-Situationen bringe, ist wahnsinnig. Für mich ist diese Grenze zwischen KünstlerIn und PädagogIn, bei mir gibt es nicht. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir eben nicht sagen, wir bilden Menschen aus, die genau das tun, was wir von ihnen wollen, sondern wir wollen in ihnen das wecken, was sie selber möchten. Und das beginnt beim eigenen Lehrstil, den wir natürlich, so viele Studierende wie wir haben, so viele Lehrstile versuchen zu fördern und herauszukristallisieren. Aber auch in ihrer Kunst, die eventuell im Instrument angelegt ist, aber eventuell auch transdisziplinär funktioniert. Und das ist ein großes Feld, weil jeder Studierende seine eigene Welt quasi hier mit uns zusammen entdecken soll. Ich bin gerade ganz viel mit Improvisation beschäftigt. Ich will verschiedene Künste eben mit der Bratsche irgendwie entdecken und diesen Zugang hatte ich gar nicht vor meinem Master. Das, was die EMP für mich wirklich interessant macht, ist das Verbindende. Also Verbindung zwischen Menschen, die super unterschiedlich sind, und dann auch Verbindungen zwischen verschiedenen Kunstformen, Musik mit Bewegung, mit Sprache, mit bildende Kunst, dass man so plastisch auch unterwegs sein kann, ist das, was für mich wirklich, wirklich viel Freude macht. Also für mich war auf jeden Fall das Besondere an Freiburg, dass ich im Master noch Instrumentalunterricht habe. Ich habe jede Woche Einzelunterricht, ich habe Korrepetitionen, ich habe Klassenstunden jede Woche. Und davon ausgehend konnte ich irgendwie Seminare belegen, wie ein Seminar, wo wir eine Kooperation in Freiburg mit dem E-Werk hatten und wo auch der Titel war, ein interdisziplinäres Projekt, was mich natürlich gleich angesprochen hat, wo wir mit BildhauerInnen, die dort ihre Ateliers haben, in Austausch und in Kooperation kommen sollten und einfach Projekte entwickeln und ausgehend von der Musik, ausgehend von Offenheit. Explorieren, ja, dieses Wort habe ich gefunden. Zuerst Geige explorieren, oder? Einfach Pizzicato machen und dann einmal klopfen und kann auch streichen. Ja, solche Spielweise habe ich nie früher erlebt. Aber jetzt, wow, finde ich großartig. Der Weg ist plötzlich viel breiter geworden. Wir haben hier, und das ist, glaube ich, schon
ein Alleinstellungsmerkmal auch für Freiburg. Wir haben Profile in einer Kooperation mit einer pädagogischen Hochschule, wo ich sage, ich kann ein Profil wählen in Richtung, dass ich mehr auf der Vermittlungsebene bin. Da gibt es den Kooperationsstudiengang im Master dann, wo ich mir einfach zum Beispiel mehr bildungswissenschaftliche Hintergründe, entwicklungspsychologische Hintergründe, in der Psychologie mir einfach, sage ich jetzt mal, auf der Metaebene hier nochmal einen aktuellen Forschungsstand einholen kann, immer in engem Bezug zum Hauptfach EMP. Und damit habe ich eine andere Ausrichtung eventuell, als jetzt, wenn ich sage, ich gehe eher in eine Art rein praktische Umsetzung jetzt mit Gruppen unterschiedlichen Alters. Die Praxis spielt eine sehr große Rolle bei uns. Und auch wenn wir uns mit Theorie beschäftigen, was wir auf jeden Fall tun, ist diese Orientierung an Praxis immer da. Natürlich nicht nur Kindergarten, sondern auch Gruppen im Seniorenheim, Eltern-Kind-Gruppen, an Schulen, sowohl Grundschulen als auch Gymnasium, auch in Einrichtungen wie die JVA oder in Community-Music-Gruppen, Community-Percussion oder Community-Oper, in Kooperation mit dem Theater oder mit anderen Musikgruppen hier in Freiburg gibt es sehr viele Möglichkeiten, auszuprobieren und selbst in diese Vermittlungsrolle reinzuschlüpfen. Jeder darf sich ausdrücken, egal welche Fähigkeiten er hat. Und das Wichtige bei dem EMP-Konzept ist dann, dass man nicht nur die Möglichkeit gibt, dass sie was nachspielen, was man von ihnen möchte sozusagen, sondern dass man ihnen einen Raum schafft, in dem sie eine Wahl treffen können und quasi eine eigene Aussage geben können auf musikalischer Ebene. Und dadurch ist der pädagogische Ansatz, geht oft in die Richtung, ich zeige dir, was du schon kannst, anstatt ich bringe dir bei, was du jetzt lernen sollst. Und das finde ich eine sehr, sehr warme und schöne Grundeinstellung. Jetzt mache ich diese Lehrpraxis, Community Percussion. Das ist ein großer Unterschied zwischen was ich früher im Orchester erlebe. Dort spielen alle Profimusiker sehr fit, um dann ganz schnell perfekt ein Projekt zu erzeugen. Aber hier spiele ich mit die Musikliebenden zusammen und dann merke ich, also eigentlich, wenn man musiziert, braucht man nicht unbedingt so viel Technik. Man kann trotzdem, wenn man eine schöne Idee hat, ja, kann man trotzdem mit Nicht-Profi-Musikern zusammen musizieren. Mit hoher Qualität von meiner Seite, ja. Jetzt ist es möglich, nicht nur ein Instrument oder Gesang zu nehmen als Vertiefungsfach, sondern auch Komposition, spielpraktische Gehörbildung und auch ganz neue Instrumente, Baklammer, Ut, Nai und auch orientalische und Latin Percussion können als Vertiefungsfächer bei uns gewählt werden. Und andere Instrumente, je nach Möglichkeit. Und über diese Öffnung freue ich mich außerordentlich. Da, 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 du, da. Oh, da, da, oh.
Man kann den Master in 4 Semestern durchziehen und ganz traditionell studieren. Es ist aber auch möglich, berufsbegleitend zu studieren. Und das heißt, man hat die Möglichkeit, den Studiengang auf bis zu 8 Semestern zu strecken und nebenbei zu arbeiten. Und das machen fast alle. Am besten ist es, man kommt einfach vorbei und hospitiert. Also wenn man hier reinschauen will, was für ein Angebot gibt es, was machen wir, wie ist es im Alltag, das ist die beste Möglichkeit. Ansonsten kann man natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen und eine Sprechstunde oder eine Videosprechstunde vereinbaren, dass wir ein bisschen persönlicher darüber sprechen können, aber eigentlich hospitieren.